Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Medieval Dynasty und ja, ich muss euch erstmal ein bisschen was erzählen. Also wir sind im Herbst angekommen. Ich das zweite Mal, ihr das erste Mal. Ich mache mich einfach mal auf den Weg ins Dorf und erzähle euch dann nebenbei so ein bisschen. Ja, es war so, dass ich inzwischen, ich glaube, 6 Folgen oder 7 sogar aufgenommen hatte. Und jetzt hat sich eine Festplatte verabschiedet, die auch noch relativ neu war. Also da war Gott sei Dank nichts anderes drauf, außer die Videos zu Medieval Dynasty. Aber die waren halt drauf, deswegen muss ich jetzt nochmal an der Stelle weitermachen zum letzten Video, das auf YouTube schon hochgeladen war. Und ja, da sind wir. Also nicht wundern, wenn jetzt so in den nächsten paar Folgen ich viele Sachen schon weiß, die ihr anhand meiner Videos noch nicht gelernt haben könnt, aber so ist es nun mal. Ich werde auch so ein paar Sachen jetzt rausschneiden. Ich habe mich mit einem Schnittprogramm ein bisschen beschäftigt und ja, deswegen so die langen Wege und so weiter, das machen wir alles raus. Gut, ansonsten geht's jetzt direkt hier weiter. Wir quatschen mal mit Nathmi. Wir müssen nämlich noch ein paar Missionen erfüllen. Genau genommen eigentlich nur eine, aber das machen wir mal. Hallo, kann ich dir bei etwas helfen? Hilfe, ich habe ein Loch im Dach. Ich werde dir geben, was du brauchst. Okay, was brauchst du? Ich glaube, ich weiß, was du brauchst, nämlich ein Rundholz, aber wir schauen es trotzdem mal eben nach. Ja, ein Rundholz. Dafür kriegen wir einen hölzernen Speer, 35 Münzen und ein wenig Reputation. Auch ein guter Tausch, oder? So, wir nehmen direkt mal den Baum hier. Baumfeld. Da und da. Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Röntgenansicht, aber an dem Ahorn gab es jetzt keine Federn. Da schaue ich jetzt immer ganz gerne nach. Weil häufig ist es so, wenn man Bäume fällt, dann gibt es ein paar Federn. Jetzt hier oben hergelaufen oder wie verstehe ich das? Das ist der gute Alvin, ja, mit dem müssen wir auch noch quatschen. Das kann man mal direkt machen. Hallo, lange nicht gesehen, Alvin. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Hi, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Na los, sag schon. Meine Hacke ist kaputt. Oh nein, der Horror. Lach nicht, es ist wichtig für mich. Gut, wie kann ich dir dann helfen? Nun, ich habe bereits einen neuen bei Falibor bestellt, einem Handwerker aus dem Dorf auf der anderen Seite des Flusses, nördlich von. Ich habe das noch nicht abgeholt, weil ich eine Menge Arbeit. Sicher, ich helfe dir gerne weiter. Hier, Münzen, um Falibor für die Hacke zu bezahlen, das sollte reichen. Ich weiß, dass ich dir in dieser Sache vertrauen kann. Keine Angst, ich komme bald mit der begehrten Hacke zurück. Okay, so von Alvin auch noch eine neue Aufgabe, sehr schön. Dann sage ich gleich ein bisschen was zu. Erstmal suchen wir jetzt hier unseren Kandidaten, der das Rundholz braucht. Aber Moment, wir können ja hier die Quest verfolgen, dann wird es uns ja angezeigt. 14 Meter, okay. Ach da. Da hat er sich bequem. Ich besorge für ihn ein Rundholz und da, genau, da sitzt er. Du bist zurück. Ja, ich habe, was du wolltest. Oh, wir kriegen die Reputation, die Münzen und einen hölzernen Speer. Sehr schön. Jetzt brauchen wir für unsere Aufgabe nämlich diese hier. Nur noch einmal erfolgreiches Flirten, dann kriegen wir 50 Dynastie-Reputation und der Stand der Entwicklung erhöht sich auf kleiner Bauernhof. Dann können wir wieder mehr Gebäude bauen und wir können dann Leute in unser Dorf einladen und fragen, ob die ja, in unserem Dorf mitmachen wollen. Und genau das versuchen wir jetzt mal. Wir haben hier nämlich die gute Kunigunda. Und versuchen wir mal direkt unser Glück. Die Zustimmung ist ja schon hoch genug. Und jetzt versuchen wir ihr mal ein Kompliment zu machen. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Wir sollten irgendwann einmal zum Mittagessen an den Fluss gehen. Ich habe gehört, dass es um dieses Jahreszeit sehr schön sein soll. Oder aber, weißt du, auf meinem Weg hierher sah ich ein Beet mit wunderschönen Blumen und ich dachte sofort an dich. Wir nehmen Nummer 3. Ha, Zuneigung plus 5. Das Flirten hat funktioniert, das ist ja süß.
Ja, so bin ich. Und jetzt können wir sie fragen, ob sie in unserer Siedlung mitmachen möchte. Und genau das macht sie. Klingt wie das, was ich gesucht habe, mit Vergnügen. Gut, wir sehen uns dort. Sehr schön. Neuankömmlinge, die Bewohner deines Dorfes. Um sie zu überzeugen, in dein Dorf zu ziehen, musst du die richtige Anzahl an Dynastie-Reputationspunkten erreichen. Das haben wir. Du kannst versuchen, sie zu überzeugen, indem du Häuser für sie baust und mit Menschen in der Gegend sprichst, die sich vielleicht deiner wachsenden Siedlung anschließen möchten. Die Leute werden dringend gebraucht, um schneller Ressourcen zu sammeln, die Tiere zu versorgen, Felder zu bestellen, Technologien zu entwickeln und die Lebensqualität aller zu verbessern. Gut, das haben wir erfolgreich hinbekommen. Oh, Einwohner. Ihre Bewohner brauchen ein Haus, aber nicht nur das. Es ist notwendig, ein Lebensmittellager zu haben, damit sie Lebensmittel daraus erhalten können, und ein Ressourcenlager, aus dem sie Holz beziehen können, um ihr Haus warm zu halten. Ein wichtiger Parameter der Einwohner ist ihre Stimmung. Ein zu niedriger Wert wird sie dazu bringen, dein Dorf zu verlassen. Du willst die besten Arbeitskräfte halten. Dazu musst du dafür sorgen, dass sie zufrieden sind. Besuchen wir das nochmal. So, und jetzt haben wir auch, glaube ich, hier die Möglichkeit. Das schauen wir uns mal direkt an. Unter Management, genau. Jetzt kommen wir der guten Kunigunde. Die ist nämlich heimatlos. Details anzeigen, mal direkt ein Haus zuweisen. Da haben wir ja eins, das leer steht. Das bekommt sie. Jetzt ist sie hier nicht mehr heimatlos. Da steht es zwar immer noch, aber das sollte gleich verschwinden. Und wir weisen ebenfalls einen Arbeitsplatz zu. Nämlich in der Scheune. Und da geht's dann an die Feldarbeit. So, und jetzt könnten wir... genau, hier bei Feld Nummer 2 auch noch direkt auswählen, dass wir hier Roggen einpflanzen. So, und... die Änderung behalten wir bei. Jetzt müssen wir natürlich noch Roggensamen kaufen. Wobei ich glaube, dass das auch so funktioniert, aber ich möchte, Quatsch. Entschuldigung, ich wollte dich nicht anflirten. Ich wollte nur was kaufen. Warte. ich weiß nur nicht mehr. Ne, bei dir können wir keine Samen kaufen. Nee. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. So, was haben wir denn... Also Lina könnte es gewesen sein. Zeig mir deine Ware. Nee, doch da. Roggenkorn. Davon kaufen wir mal 10 Stück. Wir kaufen auch 10 Weizenkörner. Ich glaube, Karottensamen hatten wir schon. Oder? Ja, klar, wir haben ja sogar welche angebaut und müssten dann jetzt wieder neue Samen bekommen. Ja. Gut, aber das haben wir jetzt schon mal erledigt. Wir können in unser Inventar schauen. Zwiebelsamen, die hatten wir sowieso schon. Weizenkorn, Roggenkorn, genau. Okay, dann... einen Moment. Ja, nee, doch, passt. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg zurück ins Dorf. Ach, da läuft, glaube ich, die gute Kunigunde. Ja, wir sind ein bisschen schneller als sie. Die hat es nicht so eilig. Wir müssen auch gleich dringend was trinken, wenn wir zurück sind. Noch was essen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Dorf. So, wir sind zurück in unserem Dorf. Ich habe schon gerade schnell was getrunken, was gegessen. Sind also wieder einsatzbereit. Ich packe mal die Samen, die wir gerade gekauft haben, plus die, die ich noch im Inventar hatte. Hier in die Scheune. So, Weizenkörner und die Zwiebelsamen. Dann würde ich auch mal gerade schnell schauen, ob wir noch in unserem Haus irgendwas haben, was wir darüber legen könnten. Was möglicherweise gebraucht wird. Weiß es nicht. Nö. Kann man alles so lassen, wie es ist. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, das habe ich gerade vergessen. Wir haben ja jetzt die Aufgabe von Alvin bekommen, das ist hier drüben im Dorf. Und wir haben auch immer noch die Aufgabe von Unigost, dass wir mit Sambor sprechen sollen. Und Sambor ist ganz hier oben, das heißt, dahin müssen wir uns mal auf den Weg machen.
Aber ich würde ganz gerne etwas machen, was gerade in der Beschreibung stand für die Neuankömmlinge. Nämlich, wir brauchen noch ein Ressourcenlager. Ich habe gerade schon geschaut. Das ist unter Speicher und dann hier das Ressourcenlager. Haben wir freigeschaltet, aber uns fehlen noch ein paar Rundhölzer erstmal für das Grundgebäude. Die besorgen wir uns mal schnell. Wobei so schnell auch nicht, weil jetzt ist unsere Axt kaputt. Steinaxt fehlen uns zwei Steine. Oh je. Da ist einer. Da ist nochmal zwei. Perfekt. So, Crafting. Steinaxt. Nehmen wir ruhig Bäume. Na, hier, weil ich würde es ganz gerne nicht. Oh. Hier auch in der Nähe bauen. Hier, der fällt doch nicht. Wollte gerade rufen, Baum fällt. Jetzt aber. Wo sind schon Federn zu sehen? Nein. Jetzt. Also an Ahörnern, bei Ahörnern, das sind die Mehrzahl von Ahorn. Oh, wir sind hoffnungslos überladen. Eieiei. Gibt's keine Federn. Okay, dann müssen wir mal schnell in unser Inventar schauen, was wir hier vielleicht, ach ja, jemine, abladen können, was wir gleich wieder aufsammeln. Also die hier. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen besser dran. Was haben wir hier sonst noch? Was schwer ist die Rundhölzer? Oh, die Pilze sind. Nee, so schwer sind die auch nicht. Also wir können davon mal eins ablegen, dann ist es ein bisschen besser. Wir legen die Stöcker weg. Dann haben wir es ja fast. Fleisch mit Soße lieber nicht. Kann nicht sein, dass wir bei 10 Rundhölzern hier überladen sind. Also, dann, uiuiui. Dann ist das jetzt eben so. Okay, wir suchen jetzt nur einen Standort für unser Ressourcenlager Größe 1. Ich würde hier am liebsten irgendwo hier in die hier bauen, aber ich befürchte. Ah, da war ein Spot. Ja, ich nehme den einfach mal. Liegen noch Stöcker, die ich weggelegt habe. Sammeln das hier gerade mal alles schnell wieder auf. Kommen die da denn hin? Oder habe ich die vielleicht auch schon mal abgelehnt? So ein Stück. Ui. So, da ist unsere. Ja, das ist auch vom Standort eigentlich ganz gut. Gefällt mir. So, Bauhammer, Rundholz und Stöcke. Davon werden wir jetzt wieder jede Menge brauchen. Für uns heißt Bäume fällen. Ich wollte nur gerade mal eben schauen, ob vielleicht Kunigunda schon angekommen ist. Und auch schon was macht. So, wieder noch. Sammeln mal ein paar Zweige schon. Und da sind noch mehr. Ja, davon wollen wir noch ein paar brauchen. Und breite Wegericht. Mit denen kann man sich übrigens heilen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video gesagt hatte, aber habe ich mittlerweile herausgefunden. Wir gehen noch ein paar Bäume fällen. Einmal mache ich noch einen Versuch bei einem Ahorn.
um zu checken, ob wir über Federn kriegen. Nö, aber wir kriegen noch einen hölzernen Speer. Damit ich nicht wieder gleich überladen bin, mache ich mal hier direkt weiter. Oh, jetzt sind die Hammer auch noch kaputt. Ja, machen wir auch davon nochmal einen neuen, ne? Gut. Ich würde dann mal sagen, ich mache jetzt mal eben weiter und wir sehen uns dann kurz bevor das Gebäude fertig ist. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Ihr seht schon, es ist Nacht geworden. Und unser Ressourcenlager ist noch immer nicht ganz fertig. Aber wir haben jetzt, hoffe ich zumindest, alles zusammen. Es fehlt nämlich nur noch Stroh. Da habe ich gerade mehr als genug gesammelt, sehe ich wohl. Ne, da fehlt auch noch ein Rundholz. Aber das haben wir Gott sei Dank. Ich hoffe, dass dann nicht noch mehr fehlt. Das wäre jetzt natürlich sehr ungünstig, aber wir machen das mal schnell fertig. Und dann ist auch der Tag rum, glaube ich. Oh, jetzt ist der Hammer nochmal kaputt gegangen. Und wir haben kein Rundholz. Na, ist es denn die Möglichkeit? Liegt hier noch irgendwo eins rum? Ne, ich habe hier nur Steine abgelegt. Ja, dann müssen wir nochmal einen Baum fällen. Übrigens muss ich revidieren, was ich vorhin gesagt habe. Bezüglich der Federn von einem Ahornbaum. Ich habe nämlich doch welche bekommen. Oh, jetzt möchte der wieder nicht. So. Ein Rundholz und noch ein Rundholz. Jetzt schauen wir noch mal schnell. Ach, hier gibt es auch wieder Federn beim Fichtenbaum. Die nehmen wir mal mit. Ist nur eine, aber besser als X. Okay, wieder den Bauhammer. Ach ne, den müssen wir jetzt erst noch herstellen. Machen wir das mal schnell. Ist es sehr dunkel. Jetzt seht ihr gerade nichts, aber keine Sorge. Die Fackel kommt jetzt wieder raus. So. Wir können den Rest fertig machen. Dann ist auch Schlafenszeit. Man kann übrigens auch hier die Uhrzeit nachschauen. Ah, Ressourcenlager abgeschlossen. Perfekt. Und zwar hier auf der Karte. Kann man hier oben sehen, es ist 22.30 Uhr. Also der Tag ist wirklich fast rum. Ich lagere jetzt hier nochmal kurz aus, was ich so an Ressourcen habe, die ich nicht unbedingt im Wohnhaus haben möchte. Die Federn packen wir auch hier rein. Ja. Der Rest ist Nahrung oder anderes. Gut, dann können wir jetzt eigentlich schlafen gehen. Ich wollte nur noch mal schnell bei der lieben Kunigunde reinschauen, ob die auch sicher und wohlbehalten in ihrem Bett liegt und schläft. Ja, tatsächlich. Dann lass dich nicht stören. Hat sie schon was von ihrem Rundholz verbraucht? Oh ja, tatsächlich. Ich hätte 4 reingelegt, es ist nur noch 1 da. Okay. Na gut. Dann gehen wir doch mal schlafen. Bringen wir die Sachen noch rüber? Nee, machen wir nicht. Gut, das war dann die Folge. Ich bin sehr gespannt, wie viel jetzt, wenn ich alles rausschneide, davon überbleibt. Ich weiß es nicht. Das ist das erste Video, das ich tatsächlich schneiden werde. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Könnt mir gerne was in die Kommentare schreiben, wie ihr damit, ja, wie ihr das fandet. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo.